Wir haben zwei türkische Filme in zwei Sektionen und die sind aber nicht im Wettbewerb. Trotzdem ist klar, dass wir fürs türkische Kino uns immer engagiert haben und auch engagieren. Es ist wichtiger denn je, dass wir das tun. Da kommen wir wieder zurück auf all diese Länder, aus denen wir immer diese Filme zeigen, wo politische Beeinflussung, Zensur eine große Rolle spielt. Und selbstverständlich ist ein Filmfestival dazu da, darauf aufmerksam zu machen. Das ist eine kulturelle Plattform und die Türkei gehört für mich jedenfalls auch zu Europa und ist nicht nur ein NATO-Mitglied. Naja, der Film Schwein ist eine Provokation. Das Thema ist das Thema, was wir schon seit Jahren haben, auch auf der Berlinale mit unseren iranischen Kollegen. Es ist das Thema, darf jemand einen Film machen, obwohl es verboten ist? Und was passiert eigentlich, wenn er einen Film macht? Warum wird er dann nicht gleich umgebracht, eingekastelt? Es ist eine Reflexion der eigenen Situation im Iran, Filme zu machen. Und dieser Film ist ziemlich drastisch, ziemlich heftig und ziemlich schweinisch. Naja, das war ja ein großer Schock gewesen weltweit, dass ein Rechtsradikaler durch Oslo und dann auf diese Insel Itola geht und dort immerhin einen Amoklauf verursacht, mit einem Amoklauf 77 Menschen und im größten Teil junge Leute. Das sind ja junge Leute, die da in einem Camp waren, in einem Feriencamp. Das ist ein dramatischer Film aus der Sicht der Opfer. Den Täter, naja, Sie werden sehen. Es ist schon beim Erzählen, wenn ich noch dran denke, bekomme ich Gänsehaut, was da passiert ist. Nee, das ist kein Schatten, sondern das ist eine Diskussion, wo jetzt sehr, sehr viel aufgearbeitet wird. Also es werden verschiedene Themen aufgearbeitet, ob das nun Gleichberechtigung, 50% Diversity, es ist ein großes Feld. Und selbstverständlich, wir sind in der Mitte zwischen Oscar Sundance und BAFTA und dann Oscar. Selbstverständlich sind wir eine riesige Plattform mit ja immerhin 350.000 Berlinale-Events, die ins Kino gehen und 20.000 Gästen aus fast 150 Ländern, um das zu diskutieren.